Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 26 von Astroneer. Ja, wir sind jetzt hier wiedergekommen aus dem Keller sozusagen. Wir haben da hinten das Fahrzeug stehen, was wir noch entladen müssen. Der Mordrak hatte mir geschrieben, dass ich mal schauen soll, dass ich eine Batterie reinbaue. Der Mordrak wusste aber auch nicht, dass dieser Generator am Fahrzeug da weiter produziert, obwohl der Wagen schon voll ist. Da müssen wir uns definitiv drum kümmern. Und dann würde ich sagen, nach dem Intro machen wir das alles, ne? Bis gleich. So, dann packen wir erstmal ab hier. Das kann da rein erstmal. Der kann daneben noch rein. Dieser auch. Also den müssen wir erst entpacken, aber diesen hier meine ich, der kann da auch hin. Jetzt gucken wir gerade, ob da ist der leer, der kleine Wagen. Ja, hier haben wir jetzt noch Graphit. Das kann da hin, genauso wie das Gemisch kann da hin. Das kann eigentlich hier schon zu Glas gemacht werden, das Quarz oder der Quarz. So, dann haben wir den Fahrzeug an der, Deutsch ist schwer, ne? Das Fahrzeug leer. Jetzt können wir einmal den entpacken. Jetzt haben wir den wieder. Legen den dann mal rüber. Hier müssen wir, glaube ich, das Kupfer noch runternehmen. Ne? Ja. Ja, das Glas kann da auch weg. So, da ist Platz, denke ich mal. Ja. Jetzt wollen wir eine Batterie bauen, die in unserem Rucksack hoffentlich gemacht werden kann. Sauerstofffilter, kleiner Kanister, kleiner Generator, Leuchtfeuer, Arbeitslicht, Sauerstofftank, Energiezelle. Da ist sie. Wir brauchen Graphit. Graphit hat man doch gerade hier reingetan. Dann können wir das schon mal machen. Da ist das leer. Können wir das hier irgendwo reinpacken? Gerade wohl nicht. Da ist noch ein Platz frei. So, das haben wir erledigt. Jetzt ist diese Zelle hier, die ich aber da nicht brauche, sondern die ich da wohl brauche. Dann haben wir das schon erledigt. Also unseren Dingens müssen wir vielleicht auch leer machen, ne? Hier den Rucksack. Das kann Glas werden. Zink kann auch da rein, die Zinkblende. Ja, kann da hin. Harz. Sollte man immer einen dabei haben für Sauerstoff oder wie war das? Gut, Wagen ist leer. Teil ist am Heizen. Der macht noch leider die Forschung da. Und was der Mordrak mir geschrieben hatte, das ist, wir müssen mal bei der Forschung gucken, bei den Aufgaben, dass wir dort was mit QTRTP haben. F. So, irgendwas, ein Bonus, den wir hier haben sollten. Warte mal, fertig? Nee. Bytes, well, that's wired. Gegenstand. Ah, hier gibt es ein QRTP. Schredder, Schrott und Handel. Produziere Schrott, nutze eine Handelsplattform. Das wäre eine Aufgabe, wo es das gibt. Da gibt es nur Forschungspunkte wohl für. Reden über Wolfram. Gibt es Flutlicht und mittelgroßer Generator? Okay. Da gibt es ein QTRTG. Nicht RTP, sondern RTG ist das wohl. Zum Umteilen Druck, kleine Shuttle. Okay, das werden wir noch nicht können. Drucke einen Autoarm, das werden wir auch noch nicht können. Erweitere Entdecker-Kit. Ah, das Dynamit und dann QTRTG, das gibt's, haben wir doch schon. Umzugspacker, ah, der ist fertig. Den können wir ja hier unten uns eine Belohnung abholen. Da ist sie doch. Gut, was war das jetzt? Ein Schredder. Okay, Schredder. Schredder haben wir hier. Aber ach, was mir einfällt, Mordrak hatte mir geschrieben, dass ich den Schredder, die Erdzentrifuge. Zentrifuge, ne? Die Erdzentrifuge ist dort auf dem falschen Platz. Wir brauchen da wahrscheinlich hier in dem Teil gemacht eine andere Plattform. Diese ist schlecht, sondern diese hier ist die richtige. Da brauchen wir drei Harz für.
Okay, das heißt, da erstmal raus und den Harz da reingepackt. Ja, da hinten nicht, sondern hier. Und dann drucken wir das, ne? Und dann tauschen wir die Plattform von der Zentrifuge aus. So, zack, zack, gebaut. Sehr gut. Dann kommt das da runter, ne? Ach so, den Schredder da. Oh, warte mal, wir haben hier noch eine Plattform frei. Vielleicht können wir das da drauf bauen. Ist das jetzt schon da drauf? Ja, ne? Die Plattform steht da ein bisschen doof. Ja, irgendwie müssten wir mal gerade den Boden hier passend gerade ziehen, damit das passt, ne? Unser Werkzeug raus und umschalten auf glatt ziehen. So. Jetzt habe ich da was umgehauen. Okay, jetzt ist mein Tank wohl leer. Oder Strom? Ne, Strom nicht, ne? Der lädt ja auf. Ne, Tank wird wohl leer sein. Gut, okay, das heißt. Ne, das war falsch. Das weg. Der ist umgekippt. Den stellen wir mal gerade hier wieder richtig hin. So. Und der machen wir mal dahin. Und der machen wir dahin. So, jetzt hat wieder alles Strom. Modul, mittlerer Schredder. Wandelt schredderbare Gegenstände in Schrott um. Was sind denn schredderbare Gegenstände? Ist das jetzt hier in meinem Rucksack so ein Sauerstoffteil, was ich sowieso eins zu viel habe? Oh ja, sieht wohl so aus, dass er das schreddern kann. Stinkt vielleicht auch ein bisschen, so wie das aussieht, ne? Muss man das zumachen? Geht nicht, ne? Oh, wir haben hier Schrott. Ah, nee, dann. Ach so, das ist nicht genug Schrott wahrscheinlich. Da müsste ich noch mehr schreddern. Okay, schreddern wir Schrott und wenn wir Schrott geschreddert haben, dann. Tja, können wir das erst abnehmen. Das Teil reichte wohl nicht. Oh, da ist unsere Plattform fertig. Dann hol die mal hier hin. Ja, so ein System hier habe ich irgendwie nicht, ne? Das ist schon mal klar. So sieht es doch ganz nett eigentlich aus, ne? Wenn ich das jetzt hier so hinstelle. Aber eigentlich. Ich stelle den mal da hin und pack den da aus. Pack dann den da hin. Und jetzt muss ich den noch anschließen. Und zwar nehme ich den Strom ab, mache den da dran und mache den Strom. Na, das geht nicht. Das heißt, wir machen den Strom da wieder ab, machen den Strom doch dahin und machen den Strom von da nach da. Geht das? Reicht das? Nee. Ah, warte mal, die Plattform hat auch die Möglichkeit. Dann machen wir das so und da kann man ja durchgehen, ne? Ja. Okay, Strom ist verbunden. Hier ist eine Plattform, die über ist. Jetzt ist die Frage, wenn ich den Schredder da wegnehme und da einbaue, ist das besser? Vielleicht geht hier was drauf und dann da rein, das weiß ich nicht. Haben wir was im Rucksack? Kann man was schreddern? Kann man Harz schreddern? Wohl nicht. Ja, weiß ich nicht. Haben wir noch was zu schreddern? Kann ich die Plattform schreddern? Wohl nicht. Dann müsste ich sie wahrscheinlich abbauen, ne? Ne, kann man nicht abbauen. Oder kann man schon abbauen, nur ich weiß wieder nicht wie, ne? Warte mal, wenn ich diesen da habe, ne? Kann ich den da einbauen? Ja, würde es vielleicht ein bisschen besser sein, ne? Komm, mach mal ein bisschen Platz. Ja, ich glaube, so einen Drucker hier schreddern wir noch. Weil der ist ja jetzt nicht vonnöten, ne? Oder wie ist das? So, jetzt muss ich nochmal die Plattform runternehmen. Fällt mir gerade so ein, weil.
Die stellen wir da hin und jetzt nehmen wir mal den und stell den mal da hin. Wird der geschreddert? Nein. Wo muss ich das denn hin tun, dass der geschreddert wird? Da. Ah, einfach reinschmeißen sozusagen. Kann ich das jetzt abnehmen? Nein. Irgendwie ist das noch nicht genug Schrott. Naja, dann wird es noch dauern, bis das fertig ist, ne? So. Kleiner Drucker. Noch ein kleiner Drucker. Wer braucht den denn? Ich hoffe, ich kriege jetzt mal den Schrott da zusammen. Ja, ich habe den Schrott und er ist da hingegangen, wo ich ihn haben wollte. Sehr gut. So, jetzt habe ich Schrott. Jetzt muss ich nur nach einer Aufgabe gucken, die mit Schrott zu tun hatte. Gucken wir da mal rein, ne? Erweiterte Entdeckung, schalte Dynamit frei. Ach so, das haben wir noch nicht. Drucke einen Autoarm. Drucke kleines Shuttle. Wolfram, Lithium. Produziere Schrott. Nutze eine Handelsplattform, um Ressourcen zu erhalten. Jetzt muss ich damit handeln gehen. Alles klar. Mach den mal oben drauf. Damit ich weiß, dass ich das auch noch machen möchte. So, gut. Hier ist erstmal alles prima. Hier, wie viele Erfahrungspunkte haben wir denn oder wie das auch immer heißt? Warte, kann ich hier sehen, ne? 2,5 ist zu wenig. Wir brauchen also noch ganz viele. Irgendwie 3.750 waren das, glaube ich, für unser Dynamit, ne? Gut, ist noch nicht so weit. Was fehlt uns jetzt noch? Den haben wir umgebaut mit der Erde. Ist der denn, kann man das sehen, ob der voll oder leer ist? Ah, nee, das wollte ich nicht abbauen. Strom haben wir Schwierigkeiten, da wird schon die Dingens wieder leer gemacht. Benötigt Erde. Nachführer, ich weiß nicht. Dann müsste man das ja hier dran machen. Und den da auch wahrscheinlich, ne? Ah nee, da oben ist keiner dran, ne? Ja, das bedeutet, wir müssten jetzt hier mal Gebirge wegmachen, oder wie sehe ich das? Okay, das kriegt man natürlich hier, wo das Gemisch auch dran ist, ne? Wer lädt jetzt auf? Durch diesen Batterie, die ich da rein... Ne, ich habe hier im Rucksack gar keine Batterie, oder? Ne, muss die Leitung sein, wo ich dran bin. Ah, guck mal, im Forschungsteil. Aber wohl nur das ist das Forschungsteil. Jetzt ist das Restliche weg, ja. Ah, ja. Ich weiß nicht, wann die voll sind, ne? Ab und zu gibt es ja noch ein bisschen Gemisch hier, ne? Gemisch. Okay, wir laden wieder auf. Okay, ich weiß nicht, wie viel ich habe, aber ich glaube, wir gehen mal erstmal wieder zurück, oder? Sehr gut. Jetzt würde ich aber erst, bevor ich das da reinschmeiße, hier noch schnell weitere Plattformen bauen. Damit ich weiß, wo ich gerade habe und wo nicht. Na,
Naja, einigermaßen gerade ist es. So, wir sind bei der Erdzentrifuge. Jetzt das Werkzeug wegpacken und den Rucksack aufmachen. Packen den da rein. Wo ist der zweite? Das war Forschungsmaterial. Ach, hier ist irgendwie so ein Balken dran. Da sieht man, wie viel da drin ist, ne? Ach, und die sind dann alle leer. Okay, der speichert das irgendwie anders. Sehr schön, das wusste ich gar nicht. Naja, dann ist doch gut so. Okay, wir müssen aber die Forschungsprobe da irgendwo reinstecken. So, passt. Wie viel haben wir denn mit der Forschung jetzt schon zusammen? 2764, das ist noch ein bisschen was. Gut, aber ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.